Was ich aber für meinen Sohn auf jeden Fall dadurch noch mal mehr geworden bin, also wie gesagt, er war schon immer ein Mamakind, aber ich bin jetzt noch mal so ein richtig großes Vorbild für ihn geworden. Ich habe ihm gezeigt, dass es möglich ist, groß zu träumen, dass das erlaubt ist und an diesen Träumen zu arbeiten. Egal wie unrealistisch die erstmal klingen, mit 30 auf einer Bodybuilding-Bühne als Mutter, wenn du das vorher noch nie gemacht hast, klingt jetzt für die meisten nicht so als gerade realistisches Ziel. Und genauso hat er ein ganz großes Ziel. Er will Fußballprofi werden. Und auch da erlaube ich ihm groß zu träumen, ohne ihm natürlich unrealistische Hoffnung zu machen. Aber wenn man einen Traum hat, dann kann man hart daran arbeiten. Welcome back, Leute, zu einem neuen Podcast hier beim Johanna Dürr Podcast. Und heute bin ich nicht alleine. Also, es erwartet euch eine richtig inspirierende Folge mit meinem weiblichen Gast neben mir, und zwar der lieben Nina. Herzlich willkommen, liebe Nina, und schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ist es dein allererstes Podcast-Interview Ja, heute? tatsächlich. Und dann auch noch live, Leute. Ist für mich auch seit längerem jetzt mal wieder eine Live-Aufnahme. Aber tatsächlich mag ich das ultra gerne. Das letzte Mal mit dem Michi, falls ihr die Folge schon gesehen habt. Und heute jetzt eben mit der Nina. Und zwar ist Nina bei mir im Coaching-Team Joy jetzt mal auch meine Kollegin und unterstützt mich da, und speziell vor allem alle, die auch schon eine Familie haben. Und da soll es heute auch so ein bisschen darum gehen, dass ihr die Nina jetzt mal kennenlernt. Wer ist denn die Nina überhaupt? Was macht die Nina, und was macht die Nina hier im Joy-Universum? Und was bringt uns zueinander? Also lass uns da gerne mal einsteigen mit ein paar, jetzt kommt es, Achtung Leute, mal ein bisschen was Neues, Rapid-Fire-Fragen. So nennt man ganz schnelle Fragen, die jetzt die Nina kommt und erstmal beantworten darf, dass wir sie ein bisschen besser kennenlernen. So, also Nina, bist du bereit? Ich bin bereit, klar. Cool, dann fangen wir an. Also, draußen oder drinnen? Draußen, ganz klar. Passt schon mal zu mir auf jeden Fall. Meer oder Berge? Meer. Passt auch. Frühaufsteher oder Langschläfer? Absoluter Frühaufsteher. Gym oder Home Workout? Gym. Geil. Krafttraining oder Cardio? Ganz klar Krafttraining. Alles andere hätte mich überrascht. Oh, jetzt kommt was sehr Spannendes tatsächlich. Sushi oder Pizza? Pizza. Obwohl ich beides liebe, aber wie gesagt, ich habe noch nie so richtig Sushi gegessen. Das hatten wir vorhin schon mal im Gespräch, das Thema, dass wir unbedingt mal Sushi essen gehen müssen. Ich kenne nur so mal beim All-You-Can-Eat-Buffet so diese kleinen Sushi-Happen, die es da gibt, und die sind schon mega geil. Aber Pizza begleitet mich schon mein ganzes Leben. Das ist super spannend. Da würde ich tatsächlich Sushi wählen. Dann auch ergänzend, süß oder salzig? Das ist schwer tatsächlich. Überwiegend tatsächlich eher herzhaft, also salzig. Aber ich habe auch einen sehr süßen Gaumen. Also bei Baklava zum Beispiel kann ich schwer dran vorbeigehen. Und ich würde immer sagen, gerne, was ich immer merke, eins nach dem anderen. Ja, Also was Süßes, dann wieder was das Salziges. stimmt. Das geht Das mir stimmt. irgendwie tatsächlich so. Cool, Baklava kann ich verstehen auch. Dann machen oder lassen. Machen. Macherinnen, Leute, ganz klar. Text oder Voice Message? Ich höre gerne Voice, schreibe aber lieber tatsächlich selber Texte. Spannend. Film oder Serie? Schwierig, tatsächlich gucken wir sehr wenig. Dann eher mal eine Serie tatsächlich. Kind oder Mama? Oh, sorry, Schatz, aber das kommt auch ganz klar. Und ich denke, dass du das auch von mir erwartest. Das Kind geht natürlich vor. Wenn irgendwas ist, der Kleine hat einfach noch sein ganzes Leben vor sich. Das ist auch voll fies gewesen, wirklich jetzt die Frage, Kind oder Mann, gell? Ja, könnt ihr euch mal tatsächlich alle Mamas da draußen die Frage stellen, Kind oder Mann? Was mich interessieren würde da draußen von euch jetzt, Pizza oder Sushi, weil das finde ich eine richtig schwierige Frage. Sehr geil, jetzt konnten wir Nina schon mal so ganz grob kennenlernen und können feststellen, sie passt auf jeden Fall schon mal irgendwie ganz gut in dieses ganze Universum rein, um das es hier so geht. Und lass uns so ein bisschen näher jetzt auch dich kennenlernen, Nina, und ja, euch da draußen auch einfach mal mitnehmen. Was tut die Nina denn hier und warum ist sie da? Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Du darfst dich einfach mal vorstellen, Nina, in deinen Worten, wer du bist und wie du in dieses ganze Fitness-Game überhaupt reingekommen bist.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Nina, ich bin noch 34 Jahre alt, bin seit 11 Jahren verheiratet und habe einen 8-jährigen Sohn. Und das Ganze ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte, weil ich war zwar immer schon sportlich, habe viel Sport gemacht, aber meine Ernährung war tatsächlich immer auf gut Deutsch Mist, sodass ich sehr viele Körpertypen schon durch habe. Ich habe immer so ein bisschen Babyspeck noch in der Kindheit auch gehabt, habe dann irgendwann meine erste Diät angefangen und habe gemerkt, ja, wenn du einfach weniger isst, wirst du auch weniger, und dann habe ich fast gar nichts mehr gegessen. Heißt, ich habe mich wirklich regelrecht runtergehungert, konnte das natürlich nicht halten, und bin dann wieder in das alte Muster verfallen, weil ich mir ja natürlich auch kein neues Essverhalten angewöhnt habe. Und bin wieder dicker geworden, eher pummelig, also richtig dick nicht, aber pummelig geworden. Und der Jojo-Effekt hat natürlich jedes Mal ein bisschen wieder mehr draufgebracht, bis dann wieder hungern und der ganze Kreislauf sich wieder von vorne bewegte. Sport habe ich immer viel gemacht. Auch als Kind hatte ich jeden Tag irgendeinen anderen Sport auf dem Plan stehen, und habe es auch immer gerne gemacht. Kraftsport kam erst mit meinem Mann dazu, wo ich aber immer erst noch skeptisch war, gesagt habe, das brauche ich nicht, ich nehme mit Laufen ab, ich komme mit Laufen in Form. Ich will ja auch nicht aussehen wie Hulk und zu viele Muskeln aufbauen, was natürlich Quatsch ist, aus heutiger Sicht weiß ich das. Aber so hatte ich immer mal ein bisschen Berührung mit Kraftsport. Und in der Schwangerschaft habe ich dann leider gar nichts mehr gemacht, habe das sehr als Ausrede genommen, weil ich sehr außer Atem war, nichts zu tun, außer vielleicht mal ein bisschen spazieren gehen, und habe dann über 30 Kilo tatsächlich zugenommen, die ich aber durch Bewegung und Sport mit dem Kleinen in der Trage recht gut auch wieder in den Griff bekommen habe. Was ich aber immer noch nicht angegangen war, war meine Ernährung. Bis ich dann, als der Kleine 3 war, gesagt habe, ich brauche jetzt mal wieder irgendwie was für mich. Die ersten Jahre waren sehr anstrengend mit Kind. Also wir hatten ein Schreibaby, was wirklich 20 von 24 Stunden wirklich geweint hat und auch nur auf mir gelebt hat. Es ist schön gewesen, es ist zwar genauso anstrengend gewesen. Ich würde heute nichts anderes machen, weil es einfach so sein musste. Der Kleine braucht es einfach, und auch heute ist er immer noch ein absolutes Mamakind. Aber irgendwann habe ich gesagt, ich brauche wieder eine Kleinigkeit, die ich für mich tue, und ich fühle mich einfach nicht mehr wohl in meiner Haut. Und da habe ich angefangen, mich mit dem Thema Kraftsport auseinanderzusetzen, weil mein Mann im Keller so ein kleines Home-Gym bei uns hatte, was wir mittlerweile auch noch mehr ausgebaut haben. Und damals hatte er schon eine Langhantel, eine Kurzhantel, eine Bank, so ein bisschen was da. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, was kann ich damit machen, und habe gemerkt, ich kann damit meinen Körper in Form bringen. Es hat total funktioniert, was ich da machte. Und das hat mich irgendwie so angetrieben. Ich wurde richtig wissbegierig, was das ganze Thema Training anging, dass ich ganz viel gegoogelt habe, ganz viel YouTube-Videos geschaut habe und einfach zu Hause umgesetzt habe und gemerkt habe, es wird einfach. Und dann habe ich gedacht, okay, was kannst du noch tun? Ernährung. Und dann bin ich das auch endlich angegangen und habe wirklich endgültig Erfolge gesehen und habe dann gemerkt, ich kann das echt richtig gut lenken, was mit meinem Körper passiert. Und das war für mich so faszinierend, dass ich es doch selber in der Hand hatte, weil ich vorher immer dachte, naja, du bist dem Schicksal geweiht, einfach so ein bisschen pummeliger zu sein. Nie wirklich schlimm, aber so, dass ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Und damit habe ich mich abgefunden. Und an diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, es ist nicht so. Und ja, so hat das Ganze angefangen. Voll spannend. Das heißt quasi, vielleicht heute würdest du dann auch anders agieren, jetzt gerade vielleicht so in Bezug auf die Schwangerschaft, würdest du dann da auch vielleicht sogar Kraftsport weitermachen? Weil das ist ja auch immer so eine große Frage bei den Frauen, wenn die schwanger sind, kann ich da überhaupt Kraftsport weitermachen? Wie würdest du da jetzt heute deinem früheren Ich quasi die Antwort geben? Ja, absolut. Also klar, man muss immer schauen, wie geht es einem wirklich. Jede Schwangerschaft ist anders. Manche haben ganz viel mit Übelkeit zu tun. Da muss man natürlich schauen, was geht und was geht nicht. Aber genauso individuell kann man das Ganze ja auch gestalten. Und ich würde definitiv von Anfang an versuchen, da am Ball zu bleiben. Und ich denke, jetzt ist auch der Körper ja schon so, dass er belastbarer ist durch das Mehr an Muskulatur und die Trainingserfahrung, dass das auf jeden Fall kein Grund ist, wieder aufzuhören.
Richtig, richtig guter Punkt. Das heißt, du hast dann so für dich auch richtig Blut geleckt, gemerkt, was du alles mit eigenem Ehrgeiz und mit dem Dranbleiben, mit der Regelmäßigkeit erlangen kannst und hast dann wirklich auch den Schritt richtig als Athletin erkannt und wolltest mehr. Und dann ist es wirklich so weit gekommen, dass du dich nach der Schwangerschaft ja für die Wettkampfbühne auch vorbereitet hast. Also nimm uns da gerne mal mit auf diese Reise. Wie kam es denn dann überhaupt dazu, dass du gesagt hast, boah, ich möchte mich wirklich mal für so eine Wettkampfbühne vorbereiten? Ja, genau. Tatsächlich war es dann so, als ich mich dann mit der Ernährung beschäftigte, dass ich halt wirklich gemerkt habe, okay, du kannst irgendwie alles lenken. Und habe dann meine erste richtige Diät angegangen mit Ernährung und Kraftsport. Und ich war sogar recht lean, dass ich auch wirklich sichtbare Bauchmuskulatur hatte, dass ich gesehen habe, ich habe endlich einen Po, obwohl ich dünner werde, aber der Po ist noch da, weil ich ihn mit Muskulatur aufgebaut habe. Und das hat mich alles so gefesselt. Und Social Media ist ja schlau und erkennt, was wir so googeln und wusste vor mir schon, was ich wollte und hat mir dann ganz viel Athletinnen auf Instagram angezeigt, in der For You-Page. Tatsächlich dieser Bereich der Fit-Models, wo die in den Sportbekleidung und Sneaker auf der Bühne stehen, und das hat mich gecatcht. Ich habe mich sofort verliebt in diese Form, in diese Physik. Und ich habe gesagt, das würde ich auch gerne, aber ich habe es nicht laut ausgesprochen. Ich habe mir das gesagt, ja, aber ich habe es mich niemals getraut, laut auszusprechen, weil ich war über 30, ich war Mutter. Die Haut ist natürlich nicht mehr ganz so straff wie bei jemandem, der Anfang 20 ist und noch kein Kind bekommen hat. Und auf hohen Schuhen kann ich auch nicht oder konnte ich damals auch nicht laufen. Habe immer gesagt, ich laufe wie so ein Bauer auf Stelzen. Ja, und deswegen habe ich das so vor mich hingeschoben, aber ich habe es mir immer gerne angeguckt. Und das ging dann so, ja, die Diät über. Dann habe ich mich getraut, wirklich mal einen Aufbau zu machen, mehr zu essen, um einfach noch mehr rauszuholen, weil ich das Blut einfach geleckt hatte, noch mehr Muskulatur aufzubauen, noch mehr weibliche Rundungen aufzubauen. Aber dabei am Ende, dann war es mein Ziel halt nicht so extrem viel Körperfett zu haben, aber trotzdem schön rund geformten Körper. Und dieses Bild war immer so wieder in meinem Kopf. Ich habe dann auch den ersten Athletinnen gefolgt, habe ihre Reisen so beobachtet, habe es aber immer noch nicht laut ausgesprochen. Und dann ein Jahr später erst saßen mein Mann und ich im Sommerurlaub am Strand und da habe ich gesagt, du Schatz, ich hätte da was, was mich total gefesselt hat, was ich gerne einmal in meinem Leben probieren möchte. Und zwar möchte ich einmal in meinem Leben so einen Bodybuilding-Wettkampf mitmachen, einfach um mir selbst zu zeigen, du kannst wirklich alles erreichen und einfach zu schauen, kannst du mit über 30 als Mama da überhaupt noch konkurrenzfähig mithalten. Boah, mega. Boah, ich finde es gerade so schön. Ich habe so richtig gerade so einen Magenta-Moment bekommen, weil dass du halt dich nicht von diesen ersten Glaubenssätzen und Zweifeln irgendwie dann hast leiten lassen. Und es dann wieder gekommen ist und du gemerkt hast, wow, das ist doch irgendwie größer und du möchtest das gerne machen. Und dann auch dich getraut hast, mit deinem Mann dann das anzusprechen. Es ist ja eigentlich so, alles, was man nicht macht, aber gerne gemacht hätte, bereut man am Ende. Aber man wird nie die Sachen bereuen, die man gemacht hat, weil es kann am Ende nur ein Learning sein. Hätte ich am Ende festgestellt, es ist so überhaupt gar nicht meins gewesen, dann wäre das auch okay gewesen. Hätte ich gesagt, ich möchte weitermachen, ist das alles fein. Man muss es einmal probieren, um zu schauen. Und das absolut ist so wichtig. Ultraschön. Vielleicht magst du uns so ein bisschen mal mitnehmen auf diese Reise dann auch. Also wie sah die Reise auf die Bühne für dich aus und was hat dir das Ganze auch gegeben? Ja, nach diesem Urlaub sind wir dann nach Hause und ich habe gesagt, wenn ich das jetzt wirklich machen möchte, dann muss ich erstmal vor allem dieses Posing lernen. Erstmal schauen, ist das überhaupt etwas für mich? Ich bin dann zu einer Athletin gefahren und habe eine Posing-Lesson genommen, um einfach zu schauen, wie fühlt sich das für mich an. Es war sehr, sehr holprig, ich war sehr, sehr stock und steif, aber trotzdem hat es mich nicht davon abgebracht und ich habe gesagt, du kannst das lernen. Du brauchst Zeit, aber du kannst das lernen.
Und dann habe ich mir einen Coach gesucht und habe mit dem zusammen dann nochmal einen Aufbau gemacht, um einfach die richtige Silhouette zu kreieren. Der Oberkörper musste noch ein bisschen nachziehen, der Unterkörper war schon recht gut aufgebaut, aber einfach um den X-Frame richtig zu bekommen, mussten wir dann nochmal einen Aufbau von einem Jahr machen und sind danach dann ja, auf Diät gegangen. Und im Frühjahr 2024 war ich auf der Bühne, habe bis dahin jeden Tag dieses Posing geübt und ja, bin meinen Ansprüchen zumindest gerecht geworden. Besser gesagt, ich habe sie sogar übertroffen. Voll schön. Das ist auch tatsächlich ja noch gar nicht so lang her. Wir befinden uns ja gerade im Endeffekt in 2024. Das heißt, du kannst da auch noch voll gut so reingehen. Vielleicht aber noch, bevor wir mal kurz auf diesen Bühnenmoment auch kommen, wie hat denn so dein Umfeld reagiert? Weil das ist wirklich etwas, was, glaube ganz viele in dem Athletenbereich kennen, wenn sie sich dazu entscheiden, wirklich den Weg auf eine Bühne zu gehen. Es ist nun mal etwas, was vielleicht nicht der Norm entspricht, etwas Außergewöhnliches. Und da kriegt man natürlich die unterschiedlichsten Reaktionen. Wie war das bei dir so im Familienumfeld, Freunde, im Job auch? Wie wurde das wahrgenommen? Ja, mein Mann hat mich, wie gesagt, von Anfang an unterstützt, weil er einfach diese Leidenschaft in mir gesehen und gespürt hat. Mhm. Bei meinen Eltern war ich erst so ein bisschen, oh, mal gucken, was die sagen. Das hatten die ja noch nie so Berührung mit diesem Sport. Könnte sein, dass sie es komisch finden. Aber die Antwort meiner Mutter war, ha, habe ich mir doch gedacht. Und ich musste echt erst mal lachen, weil es irgendwie so viele vor mir schon geahnt haben, dass ich sowas mal machen möchte, weil ich einfach so intensiv diesen Sport nachgegangen bin und auch ohne Coach vorher schon sehr diszipliniert in meiner Ernährung und meinem Training war und einfach alle diese Leidenschaft gespürt haben, die ich auch wirklich hatte oder habe für diesen Sport. Bei Arbeit und Bekanntenumkreis war es, glaube ich, ein bisschen anders. Es hat keiner so richtig offen da was gesagt, das nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass auch hinter meinem Rücken da negativ drüber geredet wurde. Also man hat das so am Rande immer mal mitbekommen und man hat auch mal so Bemerkungen wie möchte gern Bodybuilderin und so mal gehört, aber nicht direkt ins Gesicht gesagt bekommen. Mhm. Ich habe dann irgendwann aber diese Mentalität entwickelt, dass es einfach mein Leben ist und wenn ich es für mich möchte, dann sollte ich mir das nicht ausreden lassen. Und wenn jemand etwas sagt, der für mich eigentlich so nicht wichtig ist für mein Privatleben, dann ist auch diese Meinung für mich nicht wichtig, in solchen Punkten zumindest. Und deswegen habe ich dann irgendwann gelernt, da drüber zu stehen und einfach mein Ding durchzuziehen. Und mit der Zeit hat man dann auch gemerkt, die Leute sehen, was ich mache. Vorher hatten sie wahrscheinlich auch einfach gar keine Berührung mit diesem Sport und gar keine Vorstellung, was es alles so bedeutet, haben das Ganze so ein bisschen belächelt. Und mit der Zeit, mit der Vorbereitungszeit, dass sie wirklich gesehen haben, ich ziehe das strikt durch. Und als ich dann auch wirklich auf der Bühne stand, da habe ich viele Nachrichten bekommen, viele positive Nachrichten tatsächlich. Dazu Hut ab für die Disziplin und. Spannend. Tatsächlich ganz ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Wenn es dann soweit war, dann waren die Leute doch ganz schön begeistert, gell, dass man es durchgezogen hat. Es ist schön, weil du so hervorgehoben hast, was für eine Mentalität du dadurch dir selbst angeeignet hast. Und ich glaube, das ist etwas, was generell dann im Leben total wertvoll ist, wenn man sich einfach von seinem eigenen Weg nicht von links und rechts abbringen lässt und einfach sein Ding durchzieht. Mit was für einer Zielsetzung bist du denn reingegangen? Weil das ja auch immer sehr spannend ist, gerade so, wenn man das zum ersten Mal macht. Wie sah so dein Ziel aus? Also ich habe das natürlich realistisch versucht einzuschätzen und habe gesagt, natürlich ist jetzt nicht mein Ziel, gleich hier einen Pro-Titel zu gewinnen und zur Olympia zu fahren. Das natürlich nicht. Ich wollte einfach nur konkurrenzfähig auf der Bühne stehen. Das war mein Ziel. Ja. Finde ich auch eine schöne Zielsetzung, gerade für die erste Saison, wenn man auch das vorher noch nie gemacht hat. Denn das passiert ja dann auch schnell durch Social Media, wenn man halt die ganzen Profis sieht und wie der Sport natürlich Zulauf entwickelt, dass Leute sich dann was Schönes, sehr große Ziele setzen, aber dann sehr frustriert sind, wenn das halt vielleicht zu diesem Ziel hin einfach ein etwas längerer Weg sein mag. Ne? Tatsächlich, obwohl es vielleicht komisch klingt, die Bühne an sich war gar nicht so dieses Hauptding, sondern der Weg. Ich habe diesen Weg einfach so genossen und jeden Tag so geliebt. Und ich habe selbst die Diät, es war für mich kein Tag anstrengend, weil ich es einfach nur geliebt und genossen habe, dankbar für jeden Moment war.
ja, das klingt so kitschig irgendwie, aber die Bühne, das war dann nur so eher der Abschluss, das krönende Highlight, sich wirklich präsentieren zu dürfen, wirklich mal auch ja, aus seinem introvertierten Charakter so ein bisschen rauskommen zu können, dort mal sich wirklich zu zeigen. Das war dann so die Krönung obendrauf. Aber alles, was davor war, habe ich noch viel, viel mehr genossen. So schön, weil natürlich da jetzt gerade auch da, das related sehr mit meiner, warum ich so diesen Wettkampfweg so gerne gehe, auch als Bodybuilderin, weil ich immer sage, so, ich kenne mein Ziel und liebe den Weg. Ne? Spannend, weil du beschreibst es auch genauso. Wie war dann für dich, gerade wenn man so auf diesen Bühnenmoment geht, ich sage so diese Extra-Zugabe, Extra-Belohnung dann auch bei dir, wie war das für dich, wo du dann wirklich da oben standst oder auch so danach, wo du dann vielleicht so reflektierend wahrgenommen hast, wow, ich habe das ja wirklich geschafft so und schau mal, das bin ich. Also war das war für mich so, wo ich das erste Mal auch in die Jetzt, wenn ich manchmal Bilder sehe von mir auf der Bühne, denke ich mir, hey krass, das bin ja wirklich ich. Unrealistisch. Genau. Es ist wirklich unrealistisch. Krass. Also der Moment geht auch so schnell vorbei. Mhm. Du versuchst dich zwar zu konzentrieren und auch diesen Moment komplett auszukosten, aber er fühlt sich an wie ein Wimpernschlag. Mhm. Also wenn mir gesagt wurde, du warst jetzt 10, 15 Minuten, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, dann habe ich gesagt, nein, das war vielleicht eine Minute. Also das ist so an einem vorbei, obwohl man versucht hat, es aufzusaugen. Und es war irgendwie, ja, unrealistisch. Ich kenne das total, das geht so schnell. Deswegen, ich glaube, es ist so schön, was du für dich auch, dass du sagst, der Weg dahinter, so der Weg dorthin, der Prozess. Und ich glaube, das ist auch wirklich was ganz Gesundes, was ich gerne so mal hervorheben mag, wo man dann auch für sich selber merkt, ich mache das wirklich, weil es aus meiner Tiefe heraus ein großer Wunsch für mich war, das zu machen für mich selber. Ne? Weil ich glaube, viele vielleicht, die dann merken, okay, irgendwie ist es bei denen nicht so, dass sie wirklich da immer nur so sehr verbissen aufs Ziel hin und alles davon abhängig machen, wie es dann auch gelaufen ist, kann auch ein Ansatz sein. Ich mag das gar nicht bewerten. Ich glaube, langfristig, wie es einem selber damit gut geht, ist dann schon schön, wenn man einfach diesen Weg als Ganzes auch sieht und da wirklich Freude einfach auch Tag ein, Tag aus hat. Ne? Wie war es dann für dich, gerade danach, und wie ging es da weiter für dich? Also, ja. Ja, danach war es tatsächlich schwieriger. Also, Ich hatte ja gerade gesagt, ich fand die Diät an keinem Tag irgendwie anstrengend oder belastend. Danach war so erstmal, weil ich ja gesagt hatte, ich mache das einmal, um es herauszufinden, um es mir selbst zu beweisen. Und danach war so dieses Ziel weg. Und diese Diät war zu Ende, diese Routinen, die ich täglich in der Diät hatte, waren nicht mehr so wichtig, wie sie vorher waren. Und ich habe das dann noch ein paar Tage, Wochen auch sehr strikt eher beibehalten, habe mich so ein bisschen dran geklammert. Klar, ein paar Kilos habe ich zugenommen, aber ich wollte auch nicht so richtig unbedingt da wieder raus, weil man nimmt sich natürlich auch anders wahr. Man sieht gar nicht, dass es eigentlich schon zu wenig ist. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren. 3 Wochen Türkei, All-Inclusive-Urlaub mit der Familie. Und der kam wahrscheinlich ein bisschen früh. Also da hatte ich tatsächlich mit dem Essen ein bisschen Probleme, weil das Sättigungsgefühl einfach nicht mehr da war. Ich habe dann sehr viel Wasser auch gezogen, habe mich unwohl gefühlt. Es hat wirklich lange gedauert und deswegen war es wiederum gut, dass es 3 Wochen Urlaub waren, dass ich mich auf diesen Urlaub einlassen konnte. Mhm. Dass ich ihn wirklich genießen konnte, weil so ein Urlaub hängt ja natürlich nicht von deiner Form oder wie viel Wasser du gezogen hast ab, sondern so ein Urlaub ist ja einfach was viel Größeres, eine intensive Zeit, die du mit deiner Familie hast. Und wenn du dann nur darüber nachdenkst, dass du dich eigentlich gerade nicht wohlfühlst, ist das ziemlich dumm. Das habe ich dann auch hinbekommen, diesen Urlaub zum Glück noch genießen zu können und mit der Familie wirklich abzuschalten. Und danach wurde es dann wirklich gut und ich habe mich reflektieren können, okay, was möchtest du jetzt gerade machen? Ich habe noch kein langfristiges Ziel mehr setzen können. Soweit bin ich tatsächlich kopftechnisch noch nicht, aber ich weiß, dass ich mich jetzt gerade so wohlfühle, wie alles ist, dass ich jetzt gerade die Zeit einfach, die ich vielleicht ein bisschen mehr wieder habe, genieße und ja, mich wieder auf private Dinge konzentrieren kann und natürlich auch auf neue Projekte.
So schön, weil du da, finde ich, so gesund auch in jeder Hinsicht an die ganze Sache rangehst. Einmal auch danke dafür, dass du es geteilt hast, dass du Struggles hattest nach dieser Prep, weil ich glaube, wer von allen, die jetzt hier zugucken, zuhören, kennt es nicht, dass es schon seltsam ist, wenn du viele Wochen auf ein ganz konkretes Ziel hinarbeitest, ein richtig smartes Ziel, was dir ganz viel bedeutet auch. Und auf einmal ist das so weg. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht auch ohne Bühnensport uns smarte Ziele setzen können, nur es ist schon einfach was anderes dann auf einmal danach, ne? Und vor allem dann auch wieder mit dem Essen, wie der Körper natürlich sich dann freut, das alles, also dass man dann auch mit dem Look wieder sich anfreundet und so, also das sind einfach ganz viele Themen, aber wie schön, wie schnell du im Endeffekt jetzt heute da sitzt und sagen kannst, ich habe gerade so eine tolle Wohlfühlform, mit der bin ich einfach gerade happy und da braucht es auch nicht direkt so dieses nächste konkrete Ziel. Also das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Was kannst du vielleicht so, was kann so die Athleten Nina jetzt auch gerade in ihren Alltagsmama und berufliche Nina in deine Rollen, was kannst du davon so übertragen tatsächlich? Was man ja auf jeden Fall braucht, wenn man den Sport betreiben möchte, ist wirklich ein gutes Zeitmanagement, Organisationstalent, dass man wirklich seine Routinen hat und wirklich alles abarbeitet. Das ist so ein Ding. Ich weiß aber nicht, wo der Ursprung ist. Ob ich gut als Athletin war, weil ich als Mutter ein Organisationstalent sein muss, weil ich da ja auch die ganzen Termine der Familie natürlich unter einen Hut bringen muss und den ganzen Erwartungen gerecht werden muss. Oder ob ich von dem Sport nochmal extra da Learnings hatte und dadurch meinen Alltag auch als Mutter sehr gut organisiert kriege. Also es greift, glaube ich, so ein bisschen ineinander. Was ich aber für meinen Sohn auf jeden Fall dadurch noch mal mehr geworden bin, also wie gesagt, er war schon immer ein Mamakind, aber ich bin jetzt noch mal so ein richtig großes Vorbild für ihn geworden. Ich habe ihm gezeigt, dass es möglich ist, groß zu träumen, dass das erlaubt ist und an diesen Träumen zu arbeiten. Egal wie unrealistisch die erstmal klingen, mit 30 auf einer Bodybuilding-Bühne als Mutter, wenn du das vorher noch nie gemacht hast, klingt jetzt für die meisten nicht so als gerade realistisches Ziel. Und genauso hat er ein ganz großes Ziel. Er will Fußballprofi werden. Und auch da erlaube ich ihm groß zu träumen, ohne ihm natürlich unrealistische Hoffnung zu machen. Aber wenn man einen Traum hat, dann kann man hart daran arbeiten. Und es ist nichts wirklich unmöglich. Wie schön. Wow, ich finde das so toll. Gerade diese Vorbildrolle, die du da für ihn einnimmst jetzt auch, gell? Also mega, mega stark. Gerade jetzt, Nina, in Bezug auf das Krafttraining vielleicht auch. Was sind denn da deine Ansätze und wie hat sich das Ganze vielleicht aber auch entwickelt, eben in Bezug zum Beispiel auch dann auf eine Vorbereitung für die Bühne, ob du da nochmal viel verändert hast? Genau. Ja, tatsächlich war es ja am Anfang erstmal, ich suche mir so ein paar Übungen, ich mache irgendwelche YouTube-Homeworkouts mit Kurzhanteln etc. Da hat sich natürlich im Vergleich zu jetzt viel verändert. Aber es hatte sich mit der Zeit wirklich gut aufgebaut, dass ich mir schnell eigene Trainingspläne geschrieben habe und die auch wirklich auf mein Ziel zielgerichtet ausgerichtet habe und von Anfang an auch stark sein wollte. Also es war schon immer so, dass ich nicht so rumgedümpelt habe, ich zähle bis 10, mache 10 Wiederholungen mit einem leichten Gewicht und das war's, sondern es war wirklich so, ich möchte mich dabei auch selber herausfordern. Ich möchte dabei stärker werden und dafür muss ich nah ans Muskelversagen trainieren und das ist bis heute geblieben. Ich liebe es, hart zu trainieren, habe aber mit der Zeit auch gelernt, natürlich manchmal das Ego zu Hause zu lassen und wirklich auch zu schauen, trotzdem sehr sauber zu trainieren, langsamer ohne Schwung zu trainieren. Das hat sich mit der Zeit wirklich alles so eingependelt. Aber auch schon bevor ich den Coach hatte, war ich sehr diszipliniert und sehr genau, dass ich das Training eigentlich nicht groß anders aufgebaut habe als dann in der Vorbereitung. Das ist voll spannend, weil du hast da jetzt für dich auch rausgefunden, was dir Erfolg bringt, also was dich weiterbringt, was eher nicht so. Gab es denn vielleicht so ein paar ja, ganz herausstechende Misserfolge, wo du einfach mal was ausprobiert hast in Bezug aufs Krafttraining und festgestellt hast, pff, das ist auf jeden Fall nicht mein Weg? Tatsächlich eher nicht. Also es hat sich tatsächlich so mit der Zeit entwickelt, wie es heute ist.
Klar habe ich mal Übungen ausprobiert, fancy von Instagram gesehen und dachte, ich müsste sie auch machen. Für mich waren sie dann aber nicht die richtigen, dann sind sie schnell wieder aus dem Plan gestrichen worden. Ich habe das schon auch experimentiert, aber ich habe von Anfang an schwere Grundübungen gemacht, die ich auch heute noch drin habe, ergänzt mit Isolationsübungen. Also das hat sich eigentlich nicht groß verändert. Misserfolge in dem Sinne würde ich gar nicht sagen. So ein bisschen hat mir manchmal das Schicksal ein bisschen einen mitgegeben, dass ich Verletzungen hatte. Ich habe zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall, der wurde erst in der Wettkampfvorbereitung auch diagnostiziert. Ich schleppe mich wahrscheinlich aber schon länger damit rum. Da musste ich so ein bisschen spezifisch anpassen, dass ich den nicht zu sehr belaste. Dann hatte ich noch vor dem Wettkampfvorhaben einige Wochen Probleme nach einer Impfung, wo ich wirklich nichts mehr konnte. Ich von Grund auf wieder komplett neu anfangen musste, weil ich einfach überhaupt nicht mehr belastbar war. Spazierengehen hat mich schon angestrengt und 6 Wochen war an Krafttraining gar nicht zu denken, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss aber jetzt irgendwie wieder zurückkommen. Ich kann ja jetzt hier nicht so weitermachen. Und die Ärzte konnten mir nicht wirklich helfen, also habe ich wirklich quasi von null an mit Spazierengehen, mit leichten Homeworkouts wieder angefangen. Erstmal war es eine Art Mobility-Training, die ich gemacht habe. Dann habe ich leichte Übungen wie Kniebeugen ohne Gewicht und so weiter wieder reingenommen und habe mich dann Stück für Stück wieder zurückkämpfen müssen. Also das waren tatsächlich dann die größeren Probleme. Wahnsinn, aber gerade Thema Bandscheibenvorfall, das haben häufig auch Leute, gerade in jungen Jahren ja schon, man denkt immer, das kommt irgendwann erst, wenn du richtig alt bist. Ne? Ich finde aber gerade durch solche Schicksalsschläge lernt man auch den Körper nochmal ganz anders kennen. Ne? Und also kann nochmal wirklich viel über eben den eigenen Körper, die Funktionen herausfinden. Thema Motivation, weil das ja auch immer bei vielen so ein großer Punkt ist. Wie ist es bei dir? Also wie motivierst du dich, wenn du vielleicht mal gerade ein bisschen fertig bist, ein bisschen weniger Energie hast? Oder wenn das Training dann doch irgendwie mal schwer wird, weil halt alles andere in dem Tag oder in der Woche super viel ist. Wie gehst du das an? Tatsächlich, Motivation ist nicht so das große Thema bei mir, weil die Leidenschaft einfach da ist. Und wenn ich wirklich mal sage, ich bin erschöpft, ich habe eigentlich gar nicht gerade so die Energie, dann gehe ich trotzdem. Also ich habe meinen Tag so strukturiert, dass ich einen festen Slot habe, wo ich mein Training einbaue und dann gehe ich. Dann gibt es keinen Grund abzuweichen. Was anderes ist natürlich, wenn ich merke, ich komme körperlich von der Regeneration nicht hinterher oder ich fühle mich leicht kränklich, dann bin ich mittlerweile so vernünftig, dass ich sage, dann baue ich mal einen Rest Day extra ein. Aber so, dass ich wirklich, weil ich keine Lust habe, das kommt eigentlich nicht vor. Ich gehe dann trotzdem, wenn irgendwas Unvorhersehbares passiert, wie zum Beispiel das Kind ist krank, kann nicht zur Schule, deswegen fällt mein Slot fürs Training weg, dann plane ich um. Also dann geht natürlich Termine und Befindlichkeiten der Familie vor und dann schaue ich aber, sobald ich weiß, dass sich etwas an dem Tag oder am nächsten Tag ändern wird, dann schaue ich direkt, okay, wie kriege ich es anders untergebracht, und da bin ich sehr lösungsorientiert. Also ich finde immer einen Weg durchzuziehen. Richtig tolle Eigenschaft, auch toll, wie du es angehst. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass es eine Leidenschaft für dich ist. Und sagen wir mal grundsätzlich, dass einfach der Sport, der zu einem dazugehört, auch Spaß macht. Das ist, finde ich, so fundamental, dass man auch dranbleibt. Ne? Und wann macht etwas Spaß, Leute? Halt, wenn man dann auch für sich merkt, wie gut tut es einem? Was bringt einem das Ganze? Und dann lässt man auch einfach, dann bleibt man dran und dann lässt man halt auch mal, wenn der Schweinehund da ist, es spielt keine Rolle, so, ich gehe dann trotzdem, ne? Oder genau, was jetzt Nina auch eben gerade berichtet hat. Also das ist, glaube ich, eine ganz fundamentale Geschichte bei der ganzen Sache. Richtig, richtig schön. Wenn du jetzt dazu, die Frage hast du vorhin schon beantwortet, Thema Gym oder Home Workout, jetzt gerade in Bezug auf so Mamas, bist du dann selber auch eine, die schon auch mal zu Hause trainiert oder gerade im Keller im Gym, oder bevorzugst du dann wirklich so, ich gehe jetzt wirklich in das Fitnessstudio und bin da für mich? Also was, wie stehst du da zu Gym oder Home Gym? Ich habe tatsächlich angefangen mit Home Workouts, hatte ich ja vorhin auch gesagt, dass wir im Keller ein bisschen was hatten, aber auch so mit YouTube-Videos und so, weil ich denke immer, klar, es muss halt auch in den Alltag gerade als Mutter passen. Du kannst es nur von der Lebensphase deines Kindes abhängig machen, ob du die Zeit findest, rauszugehen oder nicht. Von daher, ich habe auch zu Hause angefangen,
habe dann aber irgendwann gesagt, okay, ich würde gerne mehr Möglichkeiten haben, ich möchte gerne an die Geräte auch mal mich dort ausprobieren und. Und das hat mir dann auch direkt beim Probetraining einfach sehr viel Spaß gemacht, sodass ich gesagt habe, okay, ich schaue, wie kriege ich es hin, dass ich außerhalb trainieren kann, weil, wie du schon sagst, ich brauche diesen räumlichen Abstand und diese Stunde am Tag, wo ich wirklich sage, ich kann meinen Kopf ausschalten und mich nur auf mich und mein Training konzentrieren. Das kann ich zu Hause nicht so gut, weil man dann doch die Arbeit, die Wäsche sieht, die rumliegt oder einer von meinen beiden Jungs ruft mich, man muss das Training unterbrechen. Man kann nicht so intensiv trainieren, also ich kann es nicht. Mein Mann kann es gut, der trainiert viel zu Hause. Ich kann es leider nicht so. Ich finde es aber auch wichtig, so ein bisschen die Trennung drin zu haben. Also ganz klar, Jim, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich noch keine Mama bin. Aber ich kann es mir jetzt, wenn ich probiere, mich reinzusetzen, doch sehr gut verstehen. Wenn du sagst, so gerade eine Stunde dann wirklich für dich im Gym, auf was achtest du denn jetzt gerade bei dir beim Training speziell? Also bei mir muss es in die Zeit passen. Ich wollte unbedingt dann trainieren, wenn mein Mann noch bei der Arbeit ist und der Kleine noch in der Schule. Ich hätte es natürlich auch entspannter haben können, wenn ich sage, ich gehe dann abends los, wenn er nach Hause kommt. Aber ich finde, dann ist so diese kostbare Familienzeit, wo man wirklich alle dreimal zusammen sind, ist dann einfach nicht wert aufzugeben. Und wir sind ja auch noch ein Paar, nicht nur Eltern, sodass wir auch Zeit miteinander verbringen wollen. Und wenn wir dann nur aneinander vorbeileben, wäre das einfach ja nicht in meinem Sinne. Und deswegen habe ich mir einen Slot gesucht, der so von einer Stunde bis zwei Stunden, je nachdem, wie lang der Kleine Schule an dem Tag hat, direkt an meine Arbeitszeit anknüpft. Und dann muss ich halt zielorientiert effektiv trainieren. Das beinhaltet bei mir, dass ich wirklich so hart trainiere, dass ich ans Muskelversagen komme, ohne groß Volumen reinzubringen, sondern wirklich mit wenig Wiederholung, schwerem Gewicht, auch wenig Sätzen tatsächlich ist bei mir effektiver als mehr Volumen. Mir reichen wirklich bei vielen Übungen, gerade bei den Beinen, zwei Sätze aus, maximal drei Sätze und dann gerne auch in einem Bereich von 6 bis 8 Wiederholungen und ansonsten recht ausgeglichen mittlerweile. Ich hatte ja gesagt, im letzten Aufbau vor dem Wettkampf, da musste ich so ein bisschen den Oberkörper nachziehen lassen. Jetzt ist es recht ausgeglichen, sodass ich wirklich auch einen Oberkörper- und das Unterkörpersplit gerade fahre. Das Schöne ist ja wirklich, du kannst in einer Stunde, weil du es gerade sagst, ne, kannst du ein sehr effizientes, intensives Training eben schaffen. Und da ist ganz oft einfach dieses weniger ist mehr, egal ob jetzt auf die Wiederholungsanzahl, die Satzanzahl oder eben auch die Zeit im Training, ne? Richtig, richtig stark. Wenn du jetzt oder wenn wir aber auf das andere große Thema neben dem Training im Kraftsport auf die Ernährung blicken. Du hast vorhin einmal zu wissen gegeben, dass die Ernährung nicht immer für dich so im Fokus war. Welche Rolle spielt denn das Essen bei dir gerade so vor und auch nach deinem Sohn jetzt auch? Also wie hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt? Ja, also extrem gewandelt tatsächlich. Früher gab es hochverarbeitete Lebensmittel, wir haben ganz viel Essen bestellt. Wir haben uns einmal die Woche jeder, also mein Partner und ich, jeder eine Familienpizza bestellt und die wirklich auch an einem Abend gegessen. Also ich konnte schon immer sehr gut essen, hat man dann aber in dem Falle auch dann gerne gesehen. Das hat sich total verändert. Ich esse jetzt wirklich sehr viel unverarbeitete Lebensmittel, koche recht simpel auch nach dem Baukastensystem, was dann für die Familie auch funktioniert, dass man nicht zu viel verschiedene Sachen machen muss. Aber ich muss sagen, bei uns ist es nicht so typisch, einer kocht was und alle essen das und jeder muss dann essen und seinen Teller aufessen, weil nur dann gibt es was zu essen. Das ist bei uns tatsächlich ein bisschen anders, wird von außen auch manchmal komisch betrachtet. Bei uns wird das gegessen, was einem schmeckt, was einem gut tut und dann, wenn man Hunger hat und auch nur so viel, wie man Hunger hat, weil ich einfach finde, dass Kinder so ein gutes, intuitives Essverhalten haben und das möchte ich ihnen nicht aberziehen. Und ich rede mit dem Kleinen sehr viel über Gesundheit und Ernährung und er kennt Nährstoffe, die in Lebensmitteln enthalten sind und er weiß, wofür welcher Nährstoff gut ist und dadurch entscheidet er sich auch in der Regel sehr klug. Also er ist sehr ausgewogen, auch wenn er nicht
alle Lebensmittel mag. Also er ist auch ein typisches Kind, er isst nicht viele Gemüsesorten und Gemüse darf bei ihm zum Beispiel auch nicht gekocht sein. Also er ist auch ein kleines Mäkelchen, aber er entscheidet sich halt wirklich intuitiv recht ausgewogen und er isst auch wirklich nur bis zu seinem Sättigungsgefühl und dann ist gut. Und so ist es dann wirklich oft so, dass ich in dem Baukastensystem, nenne ich es halt immer, koche. Ich mache eine Proteinquelle, eine magere, ich mache dazu Gemüse und ich mache eine Kohlenhydratquelle und das aber alles einzeln. Und dann kann sich jeder den Bedarf decken, den er gerade selber hat. Und wenn der Kleine aber einen komplett extra Wunsch hat, dann kriegt er auch bei mir den extra Wunsch. Es ist halt nicht, ja, nicht so typisch vielleicht, aber wir fahren damit alle sehr gut und es ist dabei dann auch dem anderen komplett egal, was der andere ist. Also es wird nicht komisch geguckt, Mama isst da jetzt irgendwie was ganz anderes als wir vielleicht zum Frühstück. Da essen die gerne Brötchen, der Kleine isst gerne ein Omelette, aber ich liebe mein Porridge zum Beispiel jeden Morgen und das ist völlig fein für alle Beteiligten. Ich finde es so einen schönen Ansatz, wirklich. Also das ist so gesund und ich würde mir sehr wünschen, also ich selber, wie gesagt, habe noch jetzt keine Kids, aber tatsächlich, dass viele da draußen gerade zuhören, zu gucken, weil ich davon überzeugt bin, dass das eben auch ja, für die Kinder eine tolle Art und Weise ist. Ich möchte keinen anderen Weg jetzt bewerten damit, nur ich kann mir schon vorstellen, wenn du einem kleinen Kind sagst, du musst jetzt immer um, ich sage jetzt einfach mal 18 Uhr mit uns am Abendessentisch sitzen und du musst das dann auch aufessen. Ich als Kind, ich kann mich dann noch erinnern, ich hätte so nicht funktioniert. Ich hätte mir dann gedacht, ich muss gar nichts so. Und wir Menschen funktionieren doch dann auch da oft so. Und ich finde das richtig schön, also auch wie ihr dann dadurch oder wie er intuitiv dann auch das lernen kann, wann ein gesundes Hungersättigungsgefühl da ist. Und also richtig, richtig schön. Welche Rolle spielt denn bei dir selbst jetzt auch gerade deine Ernährung? Also wie viel Platz nimmt die auch für dich ein und wie gehst du deine Ernährung an? Also ich muss schon sagen, dass ich mich zu 90% recht clean ernähre, recht gesund und ausgewogen ernähre und ab und an natürlich auch mal ein Stück Kuchen bei einer Familienfeier mit esse oder wir uns immer noch mal eine Pizza bestellen, vielleicht keine Familienpizza mehr jeder, aber doch auch gerne noch mal Pizza essen. Der Kleine isst zum Beispiel auch gerne Pizza. Also das ist dann auch immer mal so etwas Schönes, was man natürlich auch mal macht, aber überwiegend doch eher ja, recht ausgewogen und gesund, würde ich es jetzt mal sagen. Wichtig ist mir das sehr, doch ich nehme mir auch oft für unterwegs was mit, weil ich weiß, die Alternativen unterwegs sind nicht immer die besten. Mal nehmen sich die anderen auch was mit, mal sagen sie, nee, unterwegs wird schon irgendwo ein Bratwurststand oder was auch immer geben, wo wir uns was holen und das ist dann für alle so völlig in Ordnung. Man muss nicht immer das Gleiche essen. Also ich kann mich auch mit meinem Essen dann daneben setzen. Das mache ich nicht immer, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man hinfährt. Aber das würde ich jetzt gar nicht so als negative Belastung sehen, dass ich mir dann immer noch vorher irgendwie eine Brote so zusammenpacke, weil ich das ganz intuitiv, ganz routiniert nebenbei mache. Also ich habe da so meine Abläufe morgens, die mich überhaupt nicht stressen und auch mittlerweile einfach gar nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nehmen, weil einfach jeder Handgriff routiniert ist und das ist so mein Weg, der für mich passt. Voll schön. Was konntest du denn gerade so aus der Wettkampfreise, weil da ist man ja dann doch sehr strikt mit der Ernährung auch und nochmal ein bisschen anders drauf, wie jetzt abseits der Zeit, was konntest du denn da von lernen jetzt gerade in Bezug auf die Ernährung für den Familienalltag? Also klar, die Vorbereitung hat mehr Planung noch bedeutet, weil man natürlich jede Mahlzeit nach Plan isst. Also ich habe auch keinerlei Ausnahme da gemacht und ich habe dann wirklich für einen Tag komplett vorgekocht, wenn wir unterwegs waren. Aber auch das hat mich kein Stück weit gestresst, ob ich mir jetzt eine Brotdose oder vier mitmache. Es hat halt alles funktioniert. Für die Familie an sich hat es auch gar nicht so viele Auswirkungen gehabt. Ich hatte vorher auch so gedacht, naja, vielleicht habe ich auch mal schlechte Laune oder so, die ich vielleicht an meinem Mann auslasse. Am Kind lässt man es nie aus, aber der Mann, der kriegt ja dann doch vielleicht mal was ab. Aber so rückblickend muss ich sagen, hat das bei uns echt gut funktioniert. Es war
nie groß Problem oder Thema, dass ich da jetzt was anders mache als sonst. Tatsächlich hat das alles funktioniert. Richtig, richtig schön. Du hast auch schon gesagt, so grundsätzlich das Thema Ernährung jetzt bei euch als Familie ist für alle immer okay, wenn du was anderes isst, jetzt wie zum Beispiel deine zwei Jungs. Ne? Jetzt ist es ja tatsächlich oft so, dass das Thema ja gerade vielleicht dann auch jetzt bei euch mit anderen Mamas oder so vielleicht dann irgendwie doch schon auch ein interessantes ist, weil die das halt gar nicht so kennen, wie jetzt ihr zum Beispiel mit der Ernährung vorgeht, ne? Sehr gesunden Lebensstil, sage ich jetzt mal generell, eben wählt. Ich kenne es zum Beispiel schon alleine, wenn ich mit Leuten bin, die halt nicht so in dem Fitness- und Gesundheitslifestyle drin sind, wenn man eine Cola Light bestellt, das halt heißt, oh, aber bei einer Cola Light, da sind halt ungesunde Süßstoffe drin und genau, also naja, was ich damit sagen will, ist die Frage jetzt auch, Nina, an dich, wenn jetzt dein Sohn zum Beispiel auch was Gesundes mit in der Schule hat, weil er auch für sich dann einfach wirklich gesunde Sachen erwählt, gibt es da denn auch manchmal so andere Mamas zum Beispiel, die dann irgendwie euch da, ja, gerade vielleicht irgendwie Fragen stellen oder dass es komische Situationen gibt oder das irgendwie belächeln, beäugen, oder ist es eher eine positive Beeinflussung von eurem Umfeld, also von anderen Familien? Wie ist das denn bei euch? Tatsächlich glaube ich, seine Brotdosen sind gar nicht so viel anders. Also klar, er hat auch immer viel Obst mit dabei, ein paar Nüsse, aber er hat auch ein ganz normales Brot mit dabei. Was halt nur fehlt, ist Süßigkeiten. Also Süßigkeiten kriegt er gar nicht mit in die Schule, hat er auch noch nie nachgefragt, was für mich auch sowas wie Nutella oder so mit einschließt. Also sowas gibt es bei uns einfach nicht mit zur Schule. Was nicht heißt, dass er nie Süßigkeiten essen darf. Aber er ist auch nicht so, wie es vielleicht manche vermuten würden, dass er dann irgendwie so extra gierig auf Süßigkeiten ist, wenn es was gibt, sondern auch da hat er ein gesundes Verhältnis, weil es wird ihm nicht verboten. Er darf, er sagt Bescheid, wenn er bei uns an den Schrank geht, wo so die Süßigkeiten vom letzten Geburtstag oder wie auch immer, oder wir beim Einkaufen sind und er hat mal Lust auf irgendwelche bestimmten Kekse, dann sagt er das und dann darf er die auch mitnehmen. Aber halt alles ganz bewusst und nicht übertrieben, und da hat er auch nie so extrem das Verlangen. Es gibt dann auch Tage, wo er gar nichts isst, dann nimmt er sich mal einen Teil und mit einem Teil ist es dann auch gut, also er fällt da nicht drüber hinweg. Ich glaube, da fällt das gar nicht so auf in der Schule, was aber, wenn jetzt zum Beispiel bei Elternabenden oder Ähnlichem das Thema Ernährung von der Schule aus angesprochen wird und ich natürlich das Ganze dann bestärkend zuspreche, da wird dann schon komisch geguckt, weil es für viele noch sehr normal ist, das Nutella-Brot oder das Hanuta mit in die Brotdose zu tun oder auf einen Schulausflug eine Packung Chips mitzugeben. Ja, das wird schon komisch geguckt, aber so richtig negativ gesprochen jetzt nicht. Das ist ein spannender Punkt, weil ich könnte mir vorstellen, viele, die jetzt vielleicht gerade zugucken, zuhören und eben auch schon Mamas sind, Kids haben, dass sie generell jetzt vielleicht sagen, wow, also das ist sehr inspirierend und ich würde gerne auch meinem Sohn, meiner Tochter das irgendwie so beibringen. Hast du denn da für dich vielleicht jetzt Tipps oder auch einfach so, wie du es angegangen bist, deinem Sohn diese intuitive, gesunde Ernährung nahezulegen? Also ich würde es nicht zwanghaft versuchen, weil dann machen Kinder natürlich auch gerne zu, aber Themen, die Kinder lernen ja von uns. Wir reden über viele Sachen. Wir reden auch über Politik und dergleichen, einfach um unserem Sohn auch ein bisschen Wissen mitzugeben. Wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen im Leben, die aber teilweise so banal sind. Warum nicht auch mit den wichtigen Dingen? Und unser Körper und unsere Gesundheit sind halt einfach das Wichtigste, was wir haben. Und deswegen haben wir das so ganz nebenbei einfach über Nährstoffe gesprochen und dann haben wir auch mal einen Zettel gemacht. Ich habe tatsächlich mit ihm mal die drei Makronährstoffe, habe ich ihm erklärt, habe auch gesagt, wofür welche da sind, so natürlich auf einer einfachen Ebene, ohne da jetzt einen riesen Vortrag draus zu machen, sondern es für ihn noch interessant zu halten, was das so in seinem Körper bewirkt. Wir haben auch über Verdauung gesprochen und dann haben wir einen Zettel gemacht und dann habe ich gesagt, okay, welche Proteine magst du denn? Was isst du denn gerne? Dann kam Eier, dann kam Hähnchen und. Dann haben wir überlegt, okay, welche Kohlenhydrate magst du denn am liebsten? Natürlich liebt er Nudeln. Also klar, ne? Das kommt natürlich vor Kartoffeln. Aber das haben wir einfach mal so aufgeschrieben, um ihm zu zeigen,
ja, in welchen Lebensmitteln ist überhaupt was drin, damit er unterbewusst diese Grundlage einfach hat, diese Entscheidung zu treffen, ohne jetzt ihm irgendwas aufzudrängen. Oder wenn kommt, ich hätte heute zum Frühstück gerne Cornflakes. Wir haben auch Cornflakes zu Hause. Die stehen zwar immer ziemlich lange, aber wir haben auch welche und ab und an möchte er sie auch, dann frage ich zum Beispiel, ja, oder möchtest du vielleicht erst ein Stück Obst oder möchtest du doch vielleicht ein Omelett? Aber wenn dann sagt, nein, ich möchte jetzt die Cornflakes, dann kriegt er die Cornflakes. Bei seiner Meinung, das ist bei uns auch so etwas, was es in der Erziehung ganz wichtig ist, dass wir ihn ernst nehmen, dass seine Meinung halt auch zählt. Wir können ihm immer mal Vorschläge machen und ihm versuchen, Impulse zu geben, aber man kann Kinder zu nichts zwingen und es ist ganz wichtig, dass sie sich auch ernst genommen fühlen. Voll schön. Ich finde, das sind so mega, mega tolle Tipps, die doch jetzt auch jeder für sich einfach mal hinterfragen darf und vielleicht in seinen Familien-, Mama-, Papa-Alltag integrieren darf. Jetzt sprechen wir immer schon auch vom Alltag und Nina, das ist auch etwas, wo ich so beeindruckend bei dir finde und generell bei allen, die eben so einen gesunden Lifestyle, einen fitten Lifestyle leben mit Kids. Wie sieht denn so ein klassischer Alltag bei dir aus in der Woche? Ich meine, Beruf, Ehe, Kind, Training. Ja, du selbst eben auch, dass du nicht auf der Strecke bleibst. So, wie schaffst du all das unter einen Hut zu bekommen? Tatsächlich bin ich sehr strukturiert, aber ich liebe es auch, strukturiert zu sein. Also es ist für mich keine Belastung. Mein Tag ist eigentlich fast immer gleich. Also klar, die Schulzeiten und so, die unterscheiden sich und die Hobbys nachmittags beim Kleinen, aber das ist halt dann jede Woche zumindest gleich. Ich stehe früh auf. Ich habe ja schon gesagt, ich bin eine extreme Frühaufsteherin. Mittlerweile schaffe ich es, bis um 5:30 zu schlafen. Das ist für mich schon echt gut. Um 5:30 stehe ich also auf. Ich brauche da auch keinen Wecker. 5:30 bin ich wach, gehe erst ins Bad, mache mich ein bisschen frisch, setze mich dann aber erstmal in der Regel eine halbe Stunde aufs Fahrrad. Gar nicht so extrem belastend, mit keinem hohen Puls, sondern einfach, um morgens ein bisschen in Bewegung zu kommen. Und schon mal am Handy so ein paar Dinge zu erledigen und vielleicht nebenbei noch einen schönen Podcast zu hören oder. Das ist so meine Zeit, um erstmal richtig wach zu werden. Dann frühstücke ich in Ruhe und mache dann meine Mahlzeiten, also mein 9 Uhr Frühstück, was ich dann auf Arbeit noch esse, mein zweites Frühstück und mein Mittagessen, was dann zeitgleich auch mein Pre-Workout ist, das bereite ich dann vor, mache die Brotdose für den Kleinen und wecke ihn dann. Dann ist es so 6:30 in der Regel, 6:30, 6:45, dann kommt der Kleine, macht sich fertig, ich packe bei ihm alles ein, mache noch so ein bisschen ein paar Handgriffe im Haushalt nebenbei, Spülmaschine ausräumen etc., vielleicht mal schnell durchsaugen, dass ich morgens schon so viel es geht abgearbeitet habe und nicht so viel auf mich wartet, wenn ich mittags nach Hause komme, damit wir dann einfach die Zeit intensiv zusammen haben, bin ich da ein absoluter Morgenmensch. Ja, dann geht's zur Schule, für mich ins Büro. Ich arbeite 6 Stunden von 7:45 bis 14:45. Gehe dann ins Training und dann kommt nachmittags der Kleine von der Schule, wenn ich durch bin. Das passt dann immer ideal. Ich passe also mein Training im Zweifel dann auf die Zeit an, die ich effektiv habe, bis der Schulschluss hat. Genau, und dann steht an, erstmal Hausaufgaben, die er schon in der Schule gemacht hat, einmal durchzuschauen und dann kommen meistens Hobbys. Er hat mehrmals die Woche Fußballtraining, da bringe ich ihn dann hin. In der Zeit nutze ich die Zeit dann gerne zum Spazierengehen, also ein paar Schritte zu machen. Und wenn wir dann wieder da sind, ist mein Mann auch von der Arbeit zu Hause. Dann gibt es in der Regel Abendessen und einfach noch ein bisschen Familienzeit, die immer unterschiedlich aussieht, wenn das Wetter noch schön ist. Gehen wir noch raus, machen noch was Aktives, wie zum Beispiel Inliner fahren oder wir machen wirklich mal einen Abend auf der Couch oder spielen Brettspiel zusammen. Also dann lassen wir wirklich den Abend auch schon ausklingen. Das ist so stark, weil man hört das so und denkt sich so, ja, also so geht das, dass man da oder dass du alles unterbekommst und das ist aber, weil du so unglaublich selbst organisiert bist, weil du so ein gutes Zeitmanagement hast, so strukturiert bist, ne? Jetzt gerade auch da vielleicht so ein bisschen die Frage, wenn viele da draußen, die zuhören und zugucken, sich die Frage auch stellen, so hast du denn da irgendwie so ein paar Hacks, die du gerade in Bezug auf die Alltagsplanung mitgeben kannst?
Also mittlerweile läuft halt alles echt schon routiniert, sodass ich es eigentlich nicht brauche. Aber einmal zum Anfang des Monats präpariere ich mir meinen Kalender, wo ich wirklich alle Termine reintrage. Was ich sogar anfangs gemacht habe, dass ich mir auf dem Rechner einen Kalender gemacht habe, wo ich wirklich alles als Termin eingetragen habe. Also auch so Dinge wie Meal Prep, mir genau die Zeit eingeplant habe, die ich brauche, das Training mir als Termin eingeplant habe, natürlich die ganzen Termine des Clients und so weiter und habe drumherum strukturiert und hatte das dann alles übersichtlich. Das mache ich mittlerweile zwar nicht mehr, weil ich es einfach wirklich routiniert abarbeiten kann, aber das finde ich immer eine super Sache, dass man auf jeden Fall einen Kalender pflegt, wo man auch größere Termine, auch die festen Termine der Kinder zum Beispiel mit drin hat, um zu schauen, wann habe ich denn überhaupt Zeit in der Woche, vielleicht noch ein Training einzubauen. Und tags für jeden Tag habe ich mir auch immer eine To-Do-Liste. Das mache ich auch bei der Arbeit immer so, wenn ich morgens komme, ich mache mir erstmal eine To-Do-Liste, was steht heute alles an, priorisiere mir das Ganze dann sogar nochmal durch, markiere mir auffällig, welche Sachen ich unbedingt heute schaffen muss und welche sind vielleicht so, wenn ich sie schaffe, sind sie schön, wenn ich sie nicht schaffe, kann ich sie morgen noch wieder auf meine To-Do-Liste mit aufnehmen, sodass ich wirklich auch strukturiert arbeiten kann. Gerade auch als Teilzeitmutti, kennen die Frauen wahrscheinlich auch, ist man irgendwie in dem Drang für sich selber, die ganze Arbeit trotzdem auch in der Hälfte der Zeit zu schaffen. Und mit der richtigen Struktur schafft man es tatsächlich auch, annähernd zumindest, wenn man alles einfach ja, sich gut plant. Deswegen gerne visualisieren in irgendeiner Art und Weise mit Kalender, mit To-Do-Listen und wirklich individuell seinen Alltag einmal beleuchten. In welcher Zeit sitze ich vielleicht nur auf dem Sofa und scrolle mich durch Instagram, aber habe eigentlich vielleicht keine richtige Aufgabe? Oder wo habe ich Slots, die ich nutzen kann, um da diese Me-Time für mich zu nehmen, sei es für ein Training, sei es wirklich mal, um einfach ein bisschen runterzukommen, Buch zu lesen, was auch immer, was man gerne für Ziele sich setzen möchte, was man gerne für neue Routinen einführen möchte. Man muss den richtigen Zeitpunkt natürlich dafür finden, wann es in den persönlichen Alltag passt. Voll die guten Tipps. Also da schon mal vielen, vielen Dank, Nina, weil ich glaube, da kann jeder jetzt auch noch mal bei sich selbst hinterfragen, ob was dabei ist, was man wirklich direkt adaptieren kann. Das ist mir immer so wichtig bei den Podcasts auch, gell? Also wenn ihr die anhört, so schreibt es euch doch direkt mal raus, hey, was werdet ihr denn ab morgen jetzt auch wirklich in eurer Handlung verändern? Und ich glaube, beim Thema Zeitmanagement, Organisation, wahrscheinlich schlummert da bei jedem von uns immer noch mal Potenzial, gerade auch bei dem Thema, was du gesagt hast, so, okay, wenn man ehrlich ist, so, guckt man sich mal den Tag an, wann dümpel ich da so einfach nur ein bisschen rum mit der Zeit, ne, und könnte sie vielleicht dann auch irgendwie, ja, bewusster für etwas nutzen. Jetzt gerade bei diesem sehr stark geplanten, was du auch gesagt hast, mit Terminkalender und allem und To-Do-Listen, wie wichtig ist da noch die Flexibilität bei dir im Alltag und oder wie wichtig einmal, ne? Und wie stellst du das irgendwie sicher, dass da eben auch mal Flexibilität da sein darf? Absolut. Gerade als Mutter muss man natürlich auch flexibel sein. Die Kinder werden gerne mal von heute auf morgen krank, ohne große Ankündigung. Mhm. Man muss natürlich auf alles reagieren können. Und deswegen darf man das Ganze natürlich auch nicht zu verbissen sehen. Also wenn ich mal einen Tag habe, wo es nicht nach diesem Plan ablaufen kann, darf mich das nicht komplett den Boden unter den Füßen wegreißen, sondern ich muss immer dann wieder ansetzen können, lösungsorientiert drangehen und schauen, okay, wie gehe ich jetzt am besten mit der neuen Situation um? Und solche Sachen kommen natürlich immer wieder, so dass man immer besser wieder damit wird. Und dann ist es vielleicht mal so, dass ich dann sage, okay, dann kann ich jetzt natürlich mittags nicht trainieren gehen, weil der Kleine ist zu Hause, der bedarf jetzt natürlich Liebe und Aufmerksamkeit. Die soll und muss er natürlich bekommen. Und dann muss ich sagen, dann bleibt dafür jetzt was anderes, vielleicht ein bisschen auf der Strecke, wie zum Beispiel dann die Paarzeit. Und ich gehe dann erst abends ins Training, wenn mein Mann wieder da ist. Oder für den Notfall haben wir noch das besagte Home Gym im Keller. Ich mache halt eine Einheit, auch wenn ich weiß, sie wird nicht ganz so effektiv wie vielleicht im Gym, mache ich aber dann dort eine Einheit, wenn der Kleine sich zum Schlafen hingelegt hat oder. Also ich gehe mal lösungsorientiert an die Sache ran, weil es bringt nichts, dann irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und sagen so, dann war es das jetzt, dann kann ich das Ziel jetzt auch gleich wieder über den Haufen werfen und
ja, komme vielleicht am nächsten Tag sogar wieder schlecht dabei rein und lasse es wieder schleifen, sondern ich gucke, wie kann ich jetzt das Beste aus der Situation machen. Richtig schön, die Flexibilität aufrechterhalten, lösungsorientiert rangehen. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Eigenschaften. Wenn du jetzt, weil du gerade gesagt hast, Thema Couple Time dann auch, ne? Wenn du zum Beispiel abends dann mal ins Training gehst und dann weniger Zeit mit deinem Mann hast, jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele da draußen das auch erleben, dass es generell super schwierig ist, dass man überhaupt auch noch die Rolle als Ehefrau, wirklich als Partnerin für sich hat. Ist ja jetzt auch die Frage, ne, wie alt sind die Kids und so weiter, aber dass es dann auch gerne mal auf der Strecke bleibt. Jetzt so steckst du nicht zurück auf jeden Fall, was das Thema Couple Time auch und Zeit auch mit deiner Familie angeht. Vielleicht da auch die Frage, wie wichtig ist es für dich und wie schaffst du das eben auch, dass ihr da genügend Zeiten für euch und Raum für euch habt? Das mussten wir natürlich auch erstmal wieder neu lernen. Es gab natürlich früher ein paar Jahre lang nur uns. Wir konnten uns auf uns fokussieren. Und dann ist da auf einmal dieses kleine Würmchen, was natürlich extrem viel Zeit und Aufwendung braucht. Und die gibt man halt auch gerne. Und man macht dann eher die Abstriche bei anderen Dingen. Und irgendwann hat man dann aber auch gemerkt, dass man dadurch auch mehr Frust aneinander auslässt. Man ist gestresst vom Alltag, man hat seine Problemchen den Tag über gehabt und an wem lässt man es aus? Am Partner. Das ist menschlich, aber das muss man dann auch wirklich wahrnehmen und merken, wenn das vielleicht nicht so gut ist. Und dass man sich dann wieder bewusst Zeit für sich nimmt und merkt und auch sich selber sagt, man ist nicht nur noch Mama, das ist nicht die einzige Aufgabe, auch wenn es die allerwichtigste und schönste Aufgabe ist, aber man ist auch noch Partner und man ist natürlich auch noch man selber. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt und auch da wieder Vorbild für das Kind ist, weil das Kind kennt nur diese Form von partnerschaftlicher Liebe, was es bei den Eltern sieht. Und wenn das nur ein Aneinander vorbei ist, dann ist das nicht die Liebe, die ich mir später für meinen Sohn wünsche, die er mal erfährt von einer Partnerin. Und auch da möchte ich ihm ja natürlich Vorbild sein. Also das ist mir eine ganz, ganz wichtige Sache, vorbildlich für mein Kind zu leben, damit er daraus lernen kann, ja, was vielleicht für ihn gut und vielleicht nicht gut ist. Vielleicht sagt er auch am Ende, er macht es ganz anders, natürlich, aber ich möchte mein Bestes geben und ihm da Vorbild sein und das auch auf dieser Ebene. Und deswegen habe ich das so gesagt, dass ich in der Zeit trainieren gehe, wenn ich quasi ja eh alleine wäre, klar, könnte ich auch mich dann in den Haushalt stürzen. Da versuche ich morgens, wie gesagt, schon viel zu machen, aber ich muss auch sagen, ich muss auch irgendwo Abstriche machen. Man kann nicht in jedem Bereich 100% geben und da muss man Prioritäten setzen. Und Priorität ist erstens Familie und zweitens, dass ich mich wohl in meiner Haut fühle und dass ich glücklich bin, weil nur dann kann ich auch positiv auf meine Familie wirken. Jetzt, wo ich mir mehr Zeit für mich nehme, und das klingt vielleicht paradox, aber wo ich egoistischer in Anführungszeichen bin, bin ich viel entspannter in der Zeit mit der Familie zusammen. Ich meckere meinen Mann jetzt nicht mehr an, weil ich gestresst bin, weil irgendwas im Haushalt liegen geblieben ist oder ich einfach eine stressige Zeit zu Hause hatte oder auf Arbeit hatte, sondern ich bin viel ausgeglichener, weil ich einfach mit mir selbst im Reinen bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz oft unterschätzt wird. Boah, ich finde es gerade so schön, wie du das gesagt hast. Also wirklich so eine wertvolle Botschaft auch nach draußen. Wenn wir uns selbst mit uns gut fühlen dann und glücklich sind, ausgeglichen sind, dann können wir, egal wem, ob dem Kind, dem Mann, in der Kollegschaft, können wir einfach ein viel, ich sage jetzt mal, besserer Mensch sein. Das klingt jetzt auch wieder bewertend, aber ja, also wir können einfach eine bessere Leistung bringen, wir können besser für die Leute da sein. Und das ist natürlich in Bezug auf alles wirklich immer gleich. Deswegen, es fängt immer bei uns selbst an. Und ich glaube, das hat auch einfach mit so einem gesunden Selbstwert, einer gesunden Selbstliebe zu tun, was dann doch bei vielen, ja, hoffentlich jetzt auch mal wieder ins Bewusstsein gerufen wird. Mega stark, Nina, wie du das mit der Family alles rockst und managst. Und ich finde, du bist ein großes Vorbild, wie du das auch nach draußen jetzt gibst. Und ich hoffe sehr, dass wir da einigen davon auch was mitgeben können, wie sie da vielleicht bei sich so ein bisschen das optimieren können. Für das ganze Familienwohl natürlich. Ne? Lass uns gerne so zu dem Punkt jetzt auch Coaching kommen, denn du sitzt heute neben mir, weil wir zwei uns ja vor einiger Zeit kennenlernen durften und
ich dich vorhin schon als meine Coaching-Kollegin vorgestellt habe. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass du nun selbst auch Coaching anbietest? Ja, ich habe ja gesagt, bei mir hat es alles sehr lange gedauert. Also mein ganzer Weg waren dann so insgesamt 4 Jahre, wo ich wirklich immer mehr gelernt habe und mich intensiv damit beschäftigt habe. Es hat natürlich auch viel Zeit und Kapazität gekostet. Und ich möchte einfach für andere jemand sein, den ich mir von Anfang an meiner Seite gewünscht habe. Mhm. Und als wir uns dann kennengelernt haben, hat es irgendwie so direkt gematcht. Und wir haben gemerkt, wir haben so die gleiche Philosophie und Leidenschaft. Und das Ganze jetzt professionell mit dir zusammen aufziehen zu können, ja, da war ich sofort dabei. So schön, weil das wirklich, Leute, ich sag immer so, alles im Leben passiert irgendwie aus dem Grund. Und genauso sind auch so die Leute, die wir treffen, die gerade in unser Leben kommen, einfach so. Das ist ja passiert, sage ich jetzt einfach, ja, dass wir uns über Social Media kennengelernt haben. Und von der ersten Sekunde an habe ich da gespürt, so wow, das ist echt eine tolle Powerfrau, die auch das, was sie tut, einfach mit Herz macht und mit Verstand natürlich auch. Ja, so kam es dann tatsächlich auch zu unserem Connect und dass wir das so ein bisschen weitergeführt haben. Was sind denn jetzt so die Vorteile aus der Zusammenarbeit bei uns mit Joy by Johanni, so aus deiner Sicht raus? Ja, ich finde, wir vereinen einfach dann diese beiden Expertisen. Einfach deinen jahrelangen Erfahrungsschatz am Coaching. Du hast schon so vielen Frauen wirklich erfolgreich geholfen. Gepaart dann mit meiner Erfahrung als Mama, mit welchen Struggles man so als Mutter lebt, wie viele Rollenerwartungen man doch zu erfüllen hat. Und da dann explizit drauf eingehen zu können, das ist das, was ich dann noch mit in diesen Joy-Charakter mit reinbringen kann und trotz dessen voll ja, in deinem Sinne oder im gemeinsamen Sinne dieses Coaching aufziehen möchte und einfach noch diesen Punkt mit beurteilen oder begleiten möchte, anderen Frauen da so ein bisschen zu helfen, sich auch mal zu trauen, zu sagen, ich fühle mich vielleicht gerade nicht so wohl und es ist aber auch nicht egoistisch der Familie gegenüber, jetzt wirklich an meinen Zielen zu arbeiten, sondern es hilft der ganzen Familie, wenn ich in mich selber investiere. So schön, denn das war genauso mein großer Wunsch an der Zusammenarbeit mit dir, weil ich natürlich durch die Zusammenarbeit mit vielen Frauen gemerkt habe, ich kann ihnen allen erfolgreich helfen. Und gerade wenn es an so Situationen dann ging, bei Frauen, die eben Mamas sind, in alltäglichen Situationen, wo sie mir geschildert haben, wie quasi gerade so die Struggles sind, die Probleme sind. Ich bin eine so empathische Person und ich schaffe es auch dann da, mich bestmöglich reinzuversetzen. Und gleichzeitig natürlich bin ich halt ein großer Fan davon, als Coach auch sehr praxisnah und erfahrungsnah helfen zu können. Und das kann ich natürlich dann einfach nicht, weil ich noch keine Kids habe und weil ich noch nicht dieses kleine Wesen habe oder eben dann auch entsprechend größere Wesen habe. Ne? Und da war einfach so für mich irgendwann so, ich möchte wirklich eine Kollegin haben, die da total mitfühlen kann und einfach auch aus den gleichen Intentionen und Werten heraus mit einer ähnlichen Philosophie, jetzt sogar einer ganz gleichen Philosophie und Leidenschaft heraus, mich dabei unterstützen darf, anderen Frauen zu helfen, dass auch sie sich wohler fühlen und eben dem ganzen Familienwohl dadurch was Gutes tun. Ich sage mal so, auch genau die Frage jetzt, Nina, an dich, wer kann und soll sich denn jetzt auch speziell an dich wenden? Tatsächlich kann das natürlich jeder, der ein körperliches Ziel verfolgen möchte, aber insbesondere Mamas sollten sich natürlich angesprochen fühlen, weil einfach ja, diese gleiche Ebene da ist. Ich genau im gleichen Boot sitze oder saß, je nachdem wie alt eure Kinder sind und da vielleicht euch so ein bisschen Input geben kann, wie ich es mache, aber wie es dann vielleicht für euren Alltag auch anders möglich ist. Ihr müsst jetzt nicht meinen Alltag 1:1 kopieren, weil das würde dann vielleicht gar nicht zu eurer Familie passen, sondern ich möchte mit euch gemeinsam etwas finden, was ihr dauerhaft umsetzen könnt. Weil es ist nicht damit getan, mal eben ein paar Wochen was zu verändern und man quält sich dabei nur, sondern ich möchte euch an die Hand nehmen, um eine dauerhafte Veränderung mit euch zu erreichen und dass ihr für euch und eure Familie etwas Positives mitnehmen könnt.
So schön, denn das ist so ein Grundwert, einfach dieses Nachhaltige, dieses Langfristige, Leute. Bringt doch gar nichts, so eine kurzfristige Crash-Diät, das kennen wir doch bestimmt alle irgendwie. Sondern es geht ja wirklich hier um langfristig dann auch entsprechend was ins Positive zu verändern. Wie genau läuft denn das Coaching ab? Ja, das ist natürlich, wer das Coaching von Johanna kennt, genau so aufgebaut. Also ich biete auch euch die Plattform, dass wir individuelle Ernährungs- und Trainingspläne für euch maßschneidern, die ihr in euren Alltag natürlich integrieren könnt. Ihr kriegt von Anfang an einen Fragebogen, der detailliert ist, wo wir dann feststellen können, wie oft können wir vielleicht trainieren, wie viel Zeit bleibt mir, wann bleibt mir die Zeit, möchte ich zu Hause oder im Fitnessstudio trainieren, welche Lebensmittel esse ich gerne, wie oft esse ich mit der Familie zusammen etc., um einfach auch dort etwas zu finden, was für euch passt und ihr euch nicht irgendwie komplett verbiegen müsst, sondern um auf euch einzugehen. Ich arbeite auch mit der App von der Johanna, wo ihr alles tracken könnt, wo wir im Chat in Verbindung sind, wo ihr allerzeit eure Probleme oder Struggles mitteilen könnt, wo wir immer zusammen nach einer Lösung finden, wo ich euch ein Extra an Motivation noch mit rüber schicken kann und, und. Also das Coaching ist genauso umfangreich und ich würde mich freuen, wenn ihr euch einfach meldet und wir mal drüber sprechen, wenn wir einfach ein Erstgespräch führen und uns kennenlernen würden und dann kann ich euch das Ganze natürlich auch nochmal genauer erklären. Und ja, wenn wir dann zusammen an deinen Zielen arbeiten könnten. Richtig schön. Du hast auch gerade schon so hervorgehoben, wie individuell das auch ist. Und so darf es auch individuell immer sein, weil es gibt ganz viele Wege, die passen können. Ne? So wie ein Weg jetzt für dich passt, muss er nicht gleich für die andere Mama da draußen passen. Und genau das ist im Endeffekt dann das, was man gemeinsam herausfindet. Was ist denn so bei dir jetzt, Nina, deine Motivation, dein Antrieb, dein Wissen, aber auch deinen Erfahrungswert zur Verfügung zu stellen? Ich habe schon die letzten Jahre eigentlich auf Instagram immer viel über meinen Weg geteilt, habe auch Tipps im Bereich Training und Ernährung gegeben. Ja, einfach um die Leute dort abzuholen, wo ich auch einmal stand, aber um schneller an ihr Ziel zu kommen, um einfach keine Zeit zu verlieren, erst mit auszuprobieren, sondern wirklich direkt Erfolge zu erzielen und nicht erst rumzudümpeln. Und da jemand zu sein, der gerne hilft, das ist einfach meine Art. Ich bin auch jemand, der einfach gerne Menschen hilft und Freude daran hat, zu sehen, wie jemand anderes wächst. Also ich bin jemand, der irgendjemand anderen da eine Missgunst austeilt, weil er an seinen Zielen arbeitet. Ganz im Gegenteil, ich bin jemand, der das total supportet und es liebe, es zu sehen, wenn andere Menschen zur besten Version von sich selbst werden. Und ja, da das jetzt mit dir aufziehen zu können, ist für mich eine Riesenehre. Richtig schön. Du hast gerade gesagt, so genau, ich liebe diesen Leitspruch auch, so mach andere groß und du wirst selber groß, weil das Große, was ich damit meine, dass man selber wird, das ist, also ich finde, es gibt nichts Erfüllenderes und ich glaube, man muss ein Mensch sein, wie wir es eben sind, dass man das jetzt so auch unterstreichen kann, aber das ist so unglaublich schön und deswegen matcht das richtig, richtig gut. Ja, wie wichtig sind denn generell noch, Nina, so abschließend die Frage dazu, diese ganzen Themen für die Mamas da draußen? Ich glaube, sehr, sehr groß, auch wenn viele es sich nicht immer trauen auszusprechen, aber wenn ich so um mich schaue, sind doch sehr viele spätestens nach der Schwangerschaft mit sich in der körperlichen Form unzufrieden. Klar, der Körper hat Großes geleistet und es ist auch ganz klar, dass er sich verändert und dass auch nicht alles wieder so ist wie vorher. Und dafür hat man ja dann aber dieses Geschenk bekommen und hat ein eigenes Kind und das nimmt man auch sehr, sehr gerne in Kauf und da ist auch nicht alles ganz schlimm. Aber trotzdem darf man auch sagen, ich fühle mich ab einem gewissen Punkt nicht mehr so wohl und viele denken, es sei egoistisch, dann an sich selber zu arbeiten oder sich Zeit nur für sich zu nehmen und ja, hören auf, an sich und ihre Ziele zu glauben und das finde ich einfach so, so traurig und es ist schon ein sehr, sehr großes Thema,
auch wenn viele sich nicht trauen, darüber zu sprechen oder auch gegenüber ihrem Partner oft nicht trauen, da etwas für sich einzufordern. Aber wie schon gesagt, es wirkt sich so positiv auf alles aus, auf die Familie aus, wenn ihr selber einfach glücklich seid. Und wenn euer Partner euch liebt, dann legt er euch da auch keine Steine in den Weg. So, so wichtig. Oh, wow. Wenn jetzt da draußen eine Frau oder jemand sagt, hey, wow, ich möchte auch super gerne endlich es angehen, dass ich mich wohler fühle, dass sich das auch positiv ausstrahlen wird auf meine Umfelder, meine Familie. Wie darf man oder kann man sich denn bei dir melden, Nina? Der einfachste Weg ist über Instagram fit.mama.nina. Mich da einfach kontaktieren, einfach anschreiben. Wir machen einen Gesprächstermin aus, gerne über Zoom, dass wir uns wirklich richtig kennenlernen und ja, schauen, ob wir das gemeinsam angehen können. Mega, und am Ende lass uns gerne noch jeder so ja, eine kleine Botschaft nach draußen geben. Und vielleicht, Nina, an sich lasse ich immer gerne mein Gegenüber anfangen, aber ich habe es gerade so präsent in meinem Kopf, wenn ich anfangen darf. Ja. Denn ich möchte das, was du ganz einleitend gesagt hast, das gefällt mir so sehr. Die Botschaft möchte ich heute so ein bisschen daraus hernehmen. Und zwar, traut euch, groß zu träumen und hört nie auf, groß zu träumen. Also selbst wenn ihr 30, 40, 50 oder 60 oder 70 seid und diesen Podcast heute hört, so bitte träumt weiter einfach groß. Lasst nicht nur Träume bleiben, macht aus den Träumen Zielen und geht sie an. Das bereichert einfach euer Leben und das macht es richtig lebendig. Ja, und das habe ich so heute so von diesem Kindlichen, du hast deinen Sohn bestärkt, dass er groß träumen darf. Und ich finde, wir Menschen dürften uns das immer mal wieder herholen, dass auch wir das, egal wie alt wir sind, egal wo wir stehen, an welchem Punkt und wie unzufrieden wir sind und sagen, das ist nicht möglich, da kommt ja direkt dann immer unser kleiner Zweifelteufel. Alles ist möglich. Ja, absolut. Das würde ich ergänzen mit dem anderen, was mir sehr am Herzen liegt. Nur wer sich um sich selbst kümmert, kann sich auch gut um andere kümmern. Mega. Damit schließen wir die heutige Folge ab. Nina, vielen lieben Dank, dass du Gast hier warst. Und nicht nur das, vielen lieben Dank, dass du mich unterstützt, jetzt auch im Joy by Yohanni-Universum mehr Menschen da draußen zu helfen, dass sich positiv und nachhaltig was im Leben verändert. Das ist meine große Mission und das schaffe ich jetzt mit dir noch viel, viel besser, weil wir jetzt auch hoffentlich ganz viele tolle Power-Mamas ansprechen und Familien da draußen, die sich das für sich jetzt auch vornehmen. Also ihr Lieben, lasst uns gerne Liebe da. Wie immer, liked diese Folge, lasst einen Kommentar da, geht bei Spotify, geht bei YouTube, abonniert gerne den Kanal und schaut mal bei Nina auf dem Profil vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.